Wenn er nämlich das gewinnt, dann hätte er 61 Punkte und das wäre ist vielleicht der Punkt, den man beim Boxen gewonnen hat. Ich sag's ja immer, ein Punkt im ersten Spiel kann vielleicht tatsächlich der entscheidende Punkt sein. Aber Julius hat natürlich etwas dagegen und wird natürlich alles daran setzen, dass das noch nicht in diesem Spiel zumindest passiert. In Spiel Nummer 12. Cornhole. Ein bisschen Geschick ist jetzt auch hier gefragt. Hatten wir auch schon einmal mindestens hier beim Schlag in Star. Ein sehr schönes Spiel. Kommt ruhig nach vorne. Ihr habt pro Durchgang jeweils 4 Würfe, immer abwechselnd werfen. Wer in das Loch trifft mit seinem gefüllten Sack da, der bekommt 3 Punkte. Alle Säckchen, die am Ende des Durchgangs auf dem Podest liegen, zählen auch noch einen Punkt. Wer in einem Durchgang mehr Punkte hat, gewinnt den Durchgang. Bei Unentschieden gibt es keinen Punkt für beide. Es ist also eine Nullrunde. Wer als erster 3 Durchgänge für sich entscheidet, gewinnt dieses Spiel. Und die Münze entscheidet, wer anfängt, danach immer im Wechsel. Rot würde jetzt anfangen. Also, am besten in das Loch treffen. Da ist die Markierung, nicht drüber, nicht drauf, dahinter bleiben. Und dann einfach werfen. Ja, wenn du bereit bist, kannst du anfangen. So, wir gucken mal. Der geht nach rechts weg. Abwechselnd. Runter. Genau. So, abwechselnd. So, jetzt muss man sich erstmal rantasten und wenn, wahrscheinlich. Elton hat es erklärt, wenn die drauf liegen bleiben, können sie natürlich durch andere Säckchen wieder runtergebracht werden. Du kannst machen, wenn du konzentrier dich und einfach werfen. Leicht überworfen, aber wie gesagt, da muss man sich auch erstmal rantasten, allmählich. Von unten werfen, von oben werfen. So, offene Hand, auch zu lang. Also zweimal überworfen, der erste von Fabian nach rechts weggegangen. Ja. Also er versucht offensichtlich das Loch zu treffen, manchmal rutschen sie auch rein. Über die schiefe Ebene, der ist vorne abgeplatzt. Also wie gesagt, das ist vielleicht sogar einfacher mit der Rutschtechnik. Ah, da liegt mal einer drauf. Ja. Aber wie gesagt, der kann auch wieder runterrutschen. Oh, Randtreffer. 1:1. In diesem Augenblick, Loch wäre besser. 1:1, eine Nullrunde. Ja. Nochmal, es zählt auch das Säckchen, was drauf liegt. Ihr versucht, glaube ich, beide immer irgendwie einen Bogen in das Loch zu schmeißen. Julius fängt an. 1:1, keiner gewonnen. Julius fängt an. Also das war der am knappsten war gerade, haben wir uns nochmal angeguckt. Und normalerweise wird man jetzt von Runde zu Runde besser und das sehen wir jetzt hier auch gerade. Also am Rand dran. Schwer durch einen anderen Sack dort noch reinzubringen, muss man sagen. Dann wird es eher in die andere Richtung gehen. Elton hat den entscheidenden Hinweis gebracht gerade und beide halten sich dran. Also, super. Und jetzt vielleicht mit einem schönen Rutscher. Ja, guck an, beide können das also. Und gucke mal. Plötzlich liegt hier alles auf dieser kleinen schiefen Ebene. Cornhole also. Ja, bleibt auch drauf. Alles drauf. Wie ausgewechselt die beiden jetzt. Aber es war wahrscheinlich auch das Ändern der Taktik. Nicht mehr auf die 3 Punkte zu gehen. Und der ist drüber. Das heißt, jetzt mit diesem Säckchen die Chance, bleibt da drauf liegen. Ja. Und das ist so, den Durchgang zu gewinnen. Fabian fängt an. Und erster Durchgang geht, ist auch bei Fabian Hambüchen. So, liegt wieder drauf. Also beide werden jetzt wahrscheinlich auch wieder darauf gehen und dann
wird man ja vielleicht durch einen Vieltreffer gezwungen, wieder auf Loch, also auf 3 zu gehen. Der ist drin. Oha. Ich dachte, wo ist er hin? So. Ups, war weg. Ja, wollte auch gerade sagen, ne? Also besser kann man den, glaube ich, nicht treffen. Nur knapp am Rand gewesen. Einen Zwusch war das fast. Ui, ja. Jetzt wollte er natürlich mit kleinen Punkten hier gegenhalten. So hat natürlich Fabian die Chance mit 3 hier 3:3 steht es im auszugleichen. So, 4:3. So, von Fabian liegen alle. Und jetzt die Chance. So, die Chance also, jawoll. Oder ist er, der 5. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, das Ding. 1:1 an Durchgängen. Julius fängt jetzt an. Nicht nur für den Durchgang, nicht nur für das Spiel, sondern auch für das Überleben hier in der Show. Also ganz, ganz stark und baut dadurch natürlich auch den Druck immer auf. So. Und jetzt einfach auf kleine Punkte weitergehen. Denn das Risiko ist natürlich größer. Hochkant kann man es auch machen. Größer hier auf Loch zu gehen und dann hinten den Sack zu verlieren. Ein bisschen aufpassen, dass er den dort nicht noch rechts runterwirft. Julius Brink. Mhm. Hochkant ist gerade sein Ding. Aber Fabian hält mit, braucht aber einen Dreier. Oh. Oh. So, wie gesagt. Fabian muss das Loch treffen. Nee. Nee, macht es aber nicht. 5:3. Noch einen runtersetzen. Fabian fängt jetzt an. Durchgänge mit 2:1 für Julius. Einen braucht er noch. Dann hat er Matchball abgewehrt. So, wieder drauf. Aber wir haben es gesehen, ne? Der kann das, diesen schnellen Treffer. Aber das Risiko ist immer da, dass er dann doch zu weit geht und rausrutscht. So, dort liegt er gut. Dort liegt er super. Zack. Purzelt auch daneben. Die erste Runde ist komplett vergessen. Die beiden haben es jetzt richtig raus. Zack, nähert sich dort der Markierung für die 3, also diesem Loch. Fabian geht's nicht anders, der guckt schon rein. Dadurch ist das Loch natürlich kleiner. Trotzdem kann ein guter Wurf reingehen. Hi! Ho, ho, ho. Oh, ganz knapp, springt über das Loch drüber. So, also muss auch reingehen jetzt bei ihm. Er muss das Loch treffen, muss also Risiko gehen. Wenn nicht, wäre es der Ausgleich für Fabian. Ach so, ich ahnte, was du vorhattest. Ja. Ja. Aber 2:2 am Durchgängen. Entscheidungsdurchgang und Julius fängt an. Es ist ein kleiner Vorteil vielleicht für Fabian, den letzten Sack zu haben, aber gucken wir mal. Also hier geht's darum, wenn wir in diesem Durchgang einen Gewinner haben, wer gewinnt dieses Spiel? Und vielleicht die Show? Fragezeichen.
beide jetzt tatsächlich mit einer richtig fetten Trefferquote. Und jetzt braucht man auch ein bisschen das Glück. Und das Glück verlässt ihn hier gerade. Den Mann also, der vor zwei Tagen noch gar nicht wusste, dass er in der Show ist. Auf jeden Fall rauf. So. Ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtiger. Und er ist drin! Oh! Der haut ihn rein! Der haut ihn rein! Das war vielleicht der Sack seines Lebens hier. Nee, der war auch an der Kante. So gewinnt Julius. Richtig. Und er ist doch da. Julius Brink lebt doch. Alter Schwede, ihr macht's aber auch echt spannend heute. Meine Güte. Also, wichtige Punkte für Julius Brink mit diesem Wurf. Matchball abgewehrt. Und er steht jetzt vor dem 13. Spiel 49-29.